Nachdem wir es die letzten Tage in Montenegro eher ruhig angegangen sind, geht es für uns nun zügig weiter. 80 Kilometer stehen auf dem heutigen Plan bis nach Albanien. Und hier geht's steil bergauf. Hier nix. Kurzes Stück schieben. Du hast gerade kurz verfahren. Aber herrlicher Ausblick aufs Meer. Da hinten die Insel. Und warm ist es. Also, weiß nicht, wir sind doch keine 5 Kilometer unterwegs. Aber ich bin so gut wie durchgeschwitzt. Militärstützpunkt zu sein. Hier sind dicke, fette Raketen, U-Boote. Vielleicht auch nicht geheim, vielleicht auch offiziell. In Albanien, da werden die Kühe nicht alleine rumgescheucht, da werden sie noch ordnungsgemäß nach Hause gebracht. Und dann Campingplatz angekommen, den ich gestern extra noch rausgesucht habe im Internet. Ja, Tor ist zugeschlossen. Sah auch nicht so aus, als ob die letzten Gäste Ende September abgehauen sind. Das heißt, dass die 24 Stunden auf Schade. Hey, was? Echt? Das ist hier kein offizieller Campingplatz für Zelte, aber da hat mir einen Platz gezeigt, wo wir unsere Zelte schmeißen können. Guten Morgen! Ich habe heute Nacht ein bisschen schlecht geschlafen. Zum einen habe ich zwei Schüsse gehört heute Nacht. Ich weiß nicht, ob das ein Jäger war, aber ich habe mir natürlich schlauerweise am Abend noch irgendwas durchgelesen über Nordalbanien und die Blutrache und dass es die hier immer noch gibt. Dann lag ich erstmal noch ein bisschen wach. Unser heutiges Frühstück. Obst und Kekse. Das ist doch geil. Jetzt sind Zitronen auch schon fast reif, ne? Aufgrund der kommunistischen Zeiten, die es hier gab bis 1990, dass es hier viele Radfahrer gibt und dass es dadurch sehr radfahrerfreundlich ist. Und das merkt man. Also die Autos, die, wenn wir jetzt hier in die Spur wollen, dann halten die auch an und lassen uns den Vortritt. Die halten genügend Abstand. Also ganz anders als die letzten Wochen. Sehr angenehm. Ah, darf man was noch haben.
uns jetzt hier ein schickes Auto geliehen. Was ist denn das? Ein Mercedes. Ein Benzer, ja. Eben, da ist doch die Handbremse. Ah, hier ist sie. Ich wollte eben genau das gerade sagen. Es ist jetzt 2 Monate her, dass wir nicht mehr Auto gefahren sind. Ich bin gespannt, wie das läuft, vor allem jetzt hier in einem fremden Land. Und den ganzen Spaß hier machen wir, weil wir morgen nach Teth wollen. Wahrscheinlich auch eine Nacht übernachten, weil es komplett in die andere Richtung geht und 1700 Höhenmeter sind, haben wir gesagt, wollen wir es nicht mit dem Fahrrad machen. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Teth. Wir haben 8 Uhr oder so. Da oben sieht man schon die Berge. Einer von denen werden wir gleich überqueren. Wir haben uns hier noch ein bisschen Börek von der Bäckerei geholt. Der kam gerade frisch aus dem Ofen, also tatsächlich noch zu heiß zum Essen. Und dann werden wir heute wandern und sehr wahrscheinlich auch in diesem Auto hier übernachten. So, jetzt hier bei einer Brücke. Maria ist schon drüben. Da steht unser Auto. Man sieht es nicht, aber da steht. Die Brücke ist, braucht man gar keine Sorgen haben beim Rüberlaufen, kann gar nichts passieren. Gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob es erwähnt wurde, aber das ist ja die Tour zu dem blauen Auge von Teth. Also, ich weiß gar nicht, ob das cool ist, aber hier ist allgemein ziemlich cool. Geht steil bergauf. Sieht man da nicht mal einen Eidechs, gibt's hier wie verrückt. Nein. Das ist das blaue Auge von Teth. Wir gehen jetzt da hoch. Da geht es rings für 200 Leck. Los geht's.
Gleich treffen wir auf eine Schlucht, welche man nur über einen Holzbalken überwinden kann. Nach guter Überlegung entscheiden wir uns dazu, es zu wagen, allerdings mit etwas Hilfe. Oh Maria, willst du es echt machen? Scheiße, Maria, scheiß mir in die Hose. Er hilft mir doch. Du läufst außen rum, oder? Wie hoch kommt der, ne? Ja. Warte. Thank you very much. Und du? So voll easy. Kein Problem. Schön hart und unbequem. Ein bisschen kalt. Aber ich glaube, langsam wird es wieder warm. Ein super zutraulicher Hund. Der Töffer war eben schon pinkeln. Oh Gott, jetzt sieht er mich. Und da hat er, wollte der mit dem spielen und hat ihn angesprungen, ein bisschen geknabbert. Also eigentlich nicht schlimm. Aber muss für mich jetzt nicht sein. Spiel ruhig mit der Matratze weiter. Stopp! 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 Ich weiß nicht, ob man das so macht. Na! Psst! Hör auf! Stopp! 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 Nein! 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 Aus! 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 Gott, ich will doch nur aufs Klo. An unserem zweiten Tag in Teth nutzen wir nochmal das schöne Wetter zum Wandern. Gegen Abend fahren wir dann wieder zurück nach Skuder. Das Wandern ist der Schmüll auf Lust. Ging ganz schön steil hier. Aber macht Laune. Sogar bei diesem Selbstsicherheitsturm da, was man hier schon mal gesehen hat, wo sich die Männer vor der Blutrache versteckt haben, um ihrer Strafe entkommen quasi, muss aber Eintritt bezahlen. Die habe ich auch nicht gekriegt. Aber dafür einen schönen Ausblick. Unterwegs schon alles sehr steinig und stolperig hier. Upsala.
Aber es lohnt sich. Seht ihr? Vorsichtig, ganz vorsichtig. Ja, fein, Maria, komm, ganz vorsichtig. Fein. Super, super. Ey, guck einmal, schau. Der Wasserfall von Ted. Eine kleine Arschbomberin, ich gucke ja bei der hinteren See, glaube ich. Man kann schon froh sein, dass die überall so Wege über die ganzen Wasserdinger gebaut haben. Da fühlt man sich einfach total sicher. Kann einem gar nichts mehr passieren, oder? Willst du den Anfang machen? Ey, die Spurs. Man will ja Gentleman sein. Wir haben uns jetzt doch für die Abkürzung entschieden. Ein bisschen überlebenssicherer. Liebe Leute, lasst euch sagen, Knickebocker muss man tragen. Ist der Dünnpfiff noch so locker, nichts geht durch die Knickebocker. Ich habe ganz schön Dünnpfiff in der Hose, gehen jetzt nämlich über die Brücke, über den riesen tiefen Canyon. Das wird, glaube ich, gruselig. Was sagen Sie dazu, Miss Schmerdicke? Keine Knickebocker an. Ja, das habe ich vergessen natürlich. Sind schon ein paar Meter, oder? Kann man schon als Canyon bezeichnen, ja. Geil. Richtig geil. Ach, so ist es halt immer mit den schönen Naturschutz oder mit den schönen Gebieten, die schön anzusehen sind, schön wandern kann. Hier ist nur noch Gästehaus an Gästehaus. Alle bauen noch an, alle haben Camping. Ich glaube, hier wohnt. Es gibt wahrscheinlich kein Haus mehr, was kein Camping oder Gästehaus mehr hat. Und die bauen so wie bekloppt. Neue Straßen. Eben. Jeder baut bei sich noch an. Das ist halt immer die Kehrseite der Medaille, wie man so schön sagt. Schade. Aber ja. Hier sind die alle nicht besser. Gehen ja alle hoch. Heute, Kinder, wird's was geben. Heute werden wir uns freuen. Und wie lang? Kann man nicht mehr finden. Darf ich die GoPro mal da runterwerfen? Es gibt doch bestimmt ein super Video. So, nachdem wir gerade an der Brücke vorbeigekommen sind, erreichen wir, glaube ich, jetzt das Blue Eye von Pfeff. Oder Tef. Oder Fett. Das ist das Blue Eye. Ich brauche noch kurz, bis ich da bin. Moment.